Tom's Talk Time, Folge 549. Höre auf deinen Impuls, höre auf deinen Bauch. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem schönen und immergrünen Washington hier an der Westküste der USA und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die alte Heimatstadt nach München. Bei mir im Interview ist die Andrea Patzelt. Andrea, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom, grüß dich. Hallo Andrea. Andrea, wenn man mit dir spricht oder besser gesagt, wenn du anfängst zu reden, dann fallen so schöne Worte, wo jedem Mann wahrscheinlich das Herz aufgeht. Sowas wie Jaguar, Bentley, Aston Martin, Porsche, BMW, Bugatti, ja, all solche Marken. Und das ist dein Leben. Du bist nämlich Recruiting-Expertin für Luxusautomobilmarken. Du bist seit 2007 selbstständig und seit 2012 eben genau in dieser Nische drin. Das heißt, du begleitest Menschen, die ihre Zukunft im Bereich der Luxusautomobilmarken suchen und hilfst denen praktisch, die richtigen Jobs zu finden, die Vermittlung zwischen Bewerber und zwischen Autohäuser herzustellen und Leute auch zu trainieren über gerade so diese Fragen, was ist denn überhaupt dort gefordert und ist wirklich alles Gold, was glänzt? Ist das so als grober Überblick über dich richtig? Ja, das stimmt. Ah, und eins habe ich noch vergessen. Ich wusste die ganze Zeit überlegt, ein Punkt war noch. Genau, du bist nämlich auch Podcast-Kollegin, was mich natürlich auch total freut, nämlich mit deinem Podcast mit dem Namen Premium Jobs, wo es eben auch genau um dieses Thema geht. Jetzt habe ich aber, glaube ich, alles zusammen. Ne? Genau. Stimmt. Sehr schön. Stimmt. Cool. Das war natürlich nur ein kleiner Überblick. Ich erzähl doch mal selber kurz was über deine Person, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kurz was Persönliches. Wer ist die Andrea privat? Und dann anschließend natürlich was über dein Business. Was machst du jetzt konkret? Und wie viel von den Autos darfst du alle mit nach Hause nehmen? Sehr, sehr gerne. Ich bin ursprünglich aus Hamburg und lebe jetzt seit 5 Jahren schon in München hier gemeinsam mit meinem Ridgeback-Hund, mit der Eni. Sehr, sehr glücklich. Meine Kinder sind aus dem Haus, sind schon erwachsen, sind Anfang 20, Mitte 20 meine Tochter. Und also eine sehr, sehr entspannte, sehr schöne Phase gerade. Und du hast gerade gesagt, mein Podcast ist gerade jetzt vor 2 Monaten online gegangen. Das ist gerade so für mich auch ja ein großer neuer Schritt und macht großen Spaß. Das ist schön. Und berufsmäßig, was machst du da jetzt konkret und wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Warst du schon immer ein Autofan? Nee, gar nicht. Also das kam jetzt tatsächlich erst so vor 6 Jahren. Also schöne Autos haben mir immer gut gefallen, aber ursprünglich bin ich aus dem Bereich Wellness und Spa und habe in der Luxushotellerie einige Jahre gearbeitet, habe Spas dort aufgebaut, habe Mitarbeiter entwickelt, eingestellt. Und also ich bin an sich jemand, der die Dienstleistung liebt, die schon ganz, ganz früh so den Wunsch hatte, Lächeln in die Gesichter der Menschen zu zaubern. Und so habe ich dann zunächst einfach erst Fitness, Ernährung, Gesundheit so als meine Themen gehabt, habe das dann im Bereich Spa und Wellness umgesetzt und habe dort auch meine ersten Schritte als Unternehmerin gemacht. Also ich habe dort ein eigenes Spa gehabt von 2008 an mit 20 Mitarbeitern und war einfach fasziniert davon, wie die Menschen aussehen, wenn sie massiert worden sind oder wenn sie eine gute Behandlung fürs Gesicht bekommen haben. Das war so damals so meine Motivation. Und das Thema Automobil kam dann über Bekannte, die gesagt haben, dass ein großer Luxus-Premium-Automobilhersteller jemanden sucht, der beim Rekrutieren hilft und ein Konzept braucht, wie die Autohäuser deutschlandweit mit neuen Mitarbeitern
begleitet werden können. Und da ging es einfach darum zu schauen, wie kommt man an die Mitarbeiter, die richtige Einstellung haben, die gerne die Menschen mögen, die gerne mit Kunden arbeiten. Und so habe ich mich beworben und habe tatsächlich den Auftrag bekommen und habe dann angefangen, herauszufinden, was genau die Autohäuser wollen, was sie brauchen und welche Mitarbeiter sie suchen. Und habe dann auf der anderen Seite dann die Mitarbeiter dazu gefunden, teilweise auch da schon trainiert, weil viele Mitarbeiter bringen das eine oder andere an Erfahrung, an Kompetenz mit. Aber in so einem Premium-Autohaus, da brauchst du ja auch ein gewisses Auftreten, eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Präsenz. Und da habe ich auch gleichzeitig im Coaching angefangen zu arbeiten an Akademien, um dort einfach Mitarbeiter im Autohaus auch auszubilden, was wichtig ist im Umgang mit Kunden und mit den Gästen im Autohaus. Ist das wirklich ein großer Unterschied, ob du jetzt in einem Porsche Autohaus arbeitest oder was weiß ich jetzt bei Fiat oder so? Ein großer Unterschied ist es, sicherlich natürlich von der ganzen Atmosphäre her. Es ist sicherlich von den Kunden anders. Also jetzt, wenn du jetzt Autohäuser besuchst, wo du Volumen Automobile verkaufst, hast du einfach eine andere Atmosphäre. Es geht einfach dann schneller. Du wirst dann häufig nach der Farbe gefragt und nach der Ausstattung. Im Luxusautohaus hast du einfach andere Schwerpunkte. Du schaust einfach, wer kommt da rein. Du brauchst einfach einen Blick für den Kunden. Du brauchst ein Gespür, ein blitzschnelles Gespür dafür, was ist ihm wichtig jetzt? Wie spreche ich diesen Kunden an? Möchte er erstmal gucken? Möchte er eine Beratung? Was ist ihm wichtig? Was braucht er? Und da brauchst du natürlich dann im Premium-Autohaus dann noch einen anderen Schliff, als wenn du jetzt im Volumen-Autohaus arbeitest. Aber grundsätzlich ist es natürlich, du arbeitest halt immer mit Menschen und da geht es natürlich immer um Aufmerksamkeit. Es geht immer darum, den Menschen das Gefühl zu geben, er ist wichtig und einfach ihm das Gefühl zu geben, herzlich willkommen. Und das ist natürlich dann in jedem Autohaus das Gleiche. Klar, das auf jeden Fall. Das ist also nicht nur im Autohaus, sondern ich denke mal überall, wo Kundenkontakt ist, egal ob du in die Bäckerei gehst oder ob du einen Privatjet kaufst. Ich glaube, du willst immer gewertschätzt werden. Ja, unbedingt. Das auf jeden Fall. Ja, was sind denn jetzt so die besonderen Voraussetzungen, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich mag schicke Autos und ich würde jetzt auch unbedingt mal in so einem Luxusautohaus arbeiten wollen, egal ob es jetzt ein Porsche ist, ein Bentley oder sonst was. Was muss ich denn da mitbringen? Was sollte ich für Voraussetzungen haben? Du bringst jetzt für diese Autohäuser in erster Linie deine Einstellung mit. Also für mich ist es ganz wichtig, wir haben ja in unserem Recruiting-Team natürlich Standards und natürlich Abläufe, aber für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, die Hemmschwelle für die Bewerber, die sich bei uns melden, möglichst niedrig zu halten. Also mir ist es einfach wichtig, dass die Bewerber das Gefühl haben, sie werden wir freuen uns, Sie kennenzulernen, nehmen uns die Zeit. Deswegen, es reicht häufig da auch erst einmal jetzt eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse. Und wir nehmen dann Kontakt auf und führen zunächst erstmal ein ganz unkompliziertes Telefongespräch. Da geht es einfach darum zu gucken, was ist das für eine Person? Was ist hier wichtig? Wo kommt sie her? Wie ist die Einstellung? Was sucht derjenige an Aufgabe? Und daraufhin überlegen wir uns dann, was können wir anbieten? Und umgekehrt ist es so, dass wir jetzt in den Autohäusern ja auch dann die Auftraggeber sehr, sehr gut kennen und einfach auch da wissen, welcher Mensch passt zu welchem Autohauschef und zu welchem Team, sodass wir einfach da ein gutes Gespür haben und herausfinden, wer gut zueinander passt. Das ist erstmal so der Erstkontakt. Es ist natürlich dann so, dass es mehr in die Tiefe geht, dass wir einfach da einfach auch uns die Zeit nehmen, den Menschen noch besser, noch konkreter kennenzulernen. Aber zunächst erstmal ist es der erste kurze Kontakt über ein kurzes Telefonat, um einfach erstmal die Beziehung herzustellen.
Das heißt, rein vom Ablauf her ist es jetzt so, dass wenn sich jetzt der Bewerber beim Autohaus bewirbt, bewirbt er sich direkt beim Autohaus und das Autohaus schickt dir praktisch dann die Daten weiter, so nach dem Motto, hier Andrea, guck mal, ob derjenige was für uns ist. Oder bewirbt derjenige sich, kommt die Bewerbung praktisch direkt zu dir und du schaust, okay, in welches Autohaus wird er passen? Ja, also es funktioniert jetzt in beide Richtungen. Es ist so, dass wir einen großen Pool an Bewerbern haben, die wir jetzt schon einige Zeit kennen, begleiten, teilweise in einige Positionen auch schon gebracht haben, ständig in Kontakt sind, um einfach auch zu schauen, wie geht's demjenigen? Ist der glücklich noch? Ist der gerade dann wieder auf der Suche? Beziehungsweise ist der gerade dabei, wieder die Finger auszustrecken? Es ist aber auch so, dass die Bewerber sich manchmal auch direkt im Autohaus bewerben und dass dann unsere Kunden sagen, bitte guck doch mal drauf. Also weil wir eine bestimmte Methode haben, auch unsere Bewerber zu, wir nennen das Screen, also einfach genau anzuschauen. Wir kennen die Autohäuser über Jahre hinweg, wissen, was wichtig ist, was die Schwerpunkte sind, worauf Wert gelegt wird, sodass wir dann mit Einverständnis der Bewerber natürlich die Lebensläufe häufig weitergeleitet bekommen und dann einfach unseren Screening-Prozess dann starten, um einfach den Autohäusern eine gute Möglichkeit dann anzubieten, eine Auswahl zu treffen. Also beides, ne? Also einerseits das, was wir jetzt machen über Pool, über, wir nennen es Active Sourcing, das heißt also, wir schauen einfach nach geeigneten Kandidaten auf unterschiedlichen Wegen, schalten auch Anzeigen gelegentlich und dann ist es so, dass dann die Autohäuser einfach dann Bewerber weiterleiten, die sich dann einfach gerne mal bei Porsche, bei Bentley oder auch bei anderen Marken beworben haben, die wir dann einfach dann qualifizieren, sodass die dann einfach in den Prozess dann weitergehen. Gibt es bei den Autohäusern auch einen Unterschied im, ja, wie soll ich das sagen, im Flair so ein bisschen, wo man sagt, was weiß ich, Porsche ist eher diese Zielgruppe, Bentley sind eher diese und Aston Martin sind eher diese? Oder kann man sagen, dass die Zielgruppe der Käufer eigentlich schon gleich ist und dass das einfach nur eine persönliche Präferenz ist, ob der eine jetzt halt eben sich das deutsche, der andere das englische Auto mag? Also die Atmosphäre, die machen ja die Menschen, Tom, ne? Also das ist ja dann häufig auch so, dass dann, wenn da jemand sitzt, der die Marke verkörpert, der einfach lächelt und die Kunden in Empfang nimmt und einfach weiß, ja durch geschicktes Fragen, durch ein gutes Gespür herauszufinden, warum der Kunde gerade da ist, dann ist das ganz unerheblich, ob das jetzt Porsche oder Bentley oder auch Jaguar ist. Natürlich brauchst du das Fachwissen für die jeweilige Marke, ganz klar. Aber letztendlich geht es einfach darum, wie bist du als Gastgeber? Wie herzlich begrüßt du deine Kunden? Wie stellst du dich darauf ein? Und da sind wir wieder dabei, sagen, es sind einfach alles Menschen, die wahrgenommen werden möchten und die Atmosphäre, die machen die Mitarbeiter. Und von Kundenseite her, gibt es so den, ich sag mal, typischen Käufer für diese einzelnen Marken, wo du schon erkennst, von wegen, ah, das ist der typische Porsche-Käufer, das ist der typische Bentley-Käufer. Also gibt es da Unterschiede in den Käufergruppen, dass man die schon, wo man weiß, ah ja, das ist so ein typischer Bentley-Fahrer oder so? Es ist eine unglaubliche Bandbreite. Okay. Also du hast da jetzt alles Mögliche dabei, vom Firmendirektor bis hin zu einer Rotlichtgröße. Deswegen du hast da wirklich die unterschiedlichsten Typen dabei. Okay, also kann man nicht so kategorisieren. Also ganz bunt gemischt. Ja, okay. Was ist denn für dich so das Beste an deiner Tätigkeit? Was begeistert dich an dem, was du machst? Sind es einfach die vielen PS? Also mich begeistern die Menschen. Mich begeistert es, jeden Tag ja neue Geschichten kennenzulernen, in Lebensläufe einzutauchen, Fragen zu stellen, neugierig zu sein, herauszufinden, was ist für den Menschen
wirklich eine Option. Für mich ist es großartig zu sehen, jemanden in einen Job zu bringen, der ihn glücklich macht, der ihm Erfüllung gibt und einfach dazu beitragen zu können, dass derjenige einfach wirklich gerne und voller Freude zur Arbeit fährt. Wie viele Stunden arbeitest du ungefähr pro Woche? Kannst du das festmachen? Ich arbeite immer. Also ich bin jetzt in meiner Agentur schon, was ich 30, 40 Stunden, aber ich bin eben auch viel jetzt hier, also ich mache meine Podcasts zum Beispiel immer von zu Hause vom Küchentisch aus, wo ich dann auch recherchiere. Ich lese unglaublich viel. Ich bin wirklich sehr stark auch am Netzwerken, am Kontakte aufbauen, am Gespräche führen, um einfach auch da mein Pool, mein Netzwerk immer weiter zu erweitern. Das heißt also, ich mache schon sehr, sehr bewusst Auszeiten für mich. Also ich bin ja aus dem Bereich Wellness, Spa und Gesundheit. Also ich schaue schon auf mich. Dennoch ist es so, dass dadurch, dass mir diese Arbeit, es macht mir so unglaublich viel Spaß. Also ich habe meine Antennen immer offen. Das heißt, also wenn du mich fragst, wie viele Stunden, ich kann es dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Okay. Also weil es für dich auch einfach keine, weil es für dich auch einfach keine Arbeit ist, sondern du, es ist nee. Es bist du. Du machst es einfach, weil es dir Spaß macht. Ich mache es so gerne. Deswegen, also ich kann es dir nicht sagen. Ich bin immer dabei. Okay. Was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist bei dem Selbstständigen, egal ob es Spaß macht oder ob es auch keinen Spaß macht, letztendlich müssen wir unseren Kühlschrank irgendwie füllen und dafür brauchen wir in der Regel Geld. Das heißt, die Frage, die jetzt dahinter steckt, wie und womit verdienst du denn jetzt ganz konkret dein Geld? Wie funktioniert dein Geschäftsmodell? Also ich verdiene mein Geld damit, dass ich geeignete, qualifizierte Mitarbeiter an Autohäuser erfolgreich vermitteln, so dass es für beide Seiten eine dauerhafte und gute Zusammenarbeit ist. Das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass ich auch in diesen Autohäusern die Mitarbeiter coache und also Mitarbeiter und auch Führungskräfte und ihnen da einfach dabei helfe, dass die Kunden, wenn sie ins Autohaus kommen, eine Atmosphäre vorfinden, wo sie sich wohlfühlen. Also einfach auch da zu schauen, wie schaffe ich es, ein herzliches Willkommen zu vermitteln und arbeite da mit den Autohäusern, mit den Mitarbeitern, aber auch mit den Chefs daran, die Teams zu entwickeln. Ne? Also weil da geht es ja einfach auch darum, dass die Teams funktionieren, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und da gibt es schon eine ganze Menge zu tun. Also das sind so die Hauptsäulen. Also einerseits wirklich das ganz klar das Vermitteln von den Mitarbeitern und andererseits aber auch das Entwickeln der Mitarbeiter und der Führungskräfte dann dort vor Ort in den Autohäusern. Also das heißt, bei der Vermittlung, also von neuen Bewerber, da gehe ich mal davon aus, wird es wahrscheinlich an das Jahresgehalt irgendwie ein gewisser Prozentsatz davon bezahlt werden, also praktisch als Einkommen. Ja, genau. Und bei den Coachings, ist das dann praktisch für ein Projekt oder ist das auf Stunden- oder Tagesbasis oder wie kann ich mir das vorstellen? Das sind Projekte, okay. Wo es einfach dann darum geht, wie bekommen wir dann die Mitarbeiter dazu, dass sie gerne mit den Kunden arbeiten. Also das ist ja häufig dann auch so eine Sache wie, wie binde ich die Mitarbeiter mit ein, dass die Spaß dabei haben. Also dass es jetzt nicht so ist, dass die Mitarbeiter da sitzen und sagen, mein Chef hat mich ja hingeschickt und was wollen Sie mir denn über Premium sagen? Ja. Guten Tag sagen kann ich schon ganz lange. Was soll der Scheiß? Ich habe den Schreibtisch voller Arbeit. Warum muss ich denn hier sitzen? Ja. Also da geht es einfach auch darum zu gucken, den Mitarbeitern Lust zu vermitteln und auch Sinn, warum sie den Kunden Aufmerksamkeit geben sollten, auch wenn sie Stress haben, auch wenn sie sich fremdbestimmt fühlen. Und deswegen ist es mit einem halben Tag Coaching häufig nicht getan. Deswegen arbeite ich da gerne in Projekten, wo wir einfach vorher sagen, was ist das Ziel, wo wollen wir hin?
und arbeiten das dann ganz individuell für das Autohaus aus. Was braucht jetzt dieses Autohaus ganz konkret? Was sind die Probleme, die da sind? Was für Lösungen kann ich anbieten? Wie können wir es trainieren? Und vor allen Dingen, wie können wir sicherstellen, dass die Mitarbeiter da wirklich Spaß dran haben? Mhm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Wie hast du es denn letztendlich geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Weil wenn du jetzt so über das Thema sprichst, also man merkt, da ist Feuer hinter, wo du sagst, ja, das ist geil und die Konzepte entwickeln und hier und da und so weiter. Kam das so über Nacht oder war das von Anfang an da oder ist das gewachsen? Wie kam das? Also diese Freude an Menschen, die lächeln, die hatte ich schon ganz früh. Also das habe ich schon ganz früh gehabt, als ich schon so Zeitungen ausgetragen habe als junges Mädchen und das Hamburger Abendblatt irgendwie der alten Dame ganz nach oben getragen habe und die sich einfach tierisch gefreut hat. Und, oder in der Bäckerei oder dann später jetzt im Spa-Bereich, wenn ich gesehen habe, dass die Leute einfach keine Rückenschmerzen mehr hatten und einfach sich wohlgefühlt haben, weil sie sich einfach mal entspannt haben, also dieses Leuchten in den Augen, das hat mich immer schon unglaublich begeistert und glücklich gemacht zu sehen, dass es ja häufig ja gar keine großen Sachen braucht, um Menschen zum Lächeln zu bringen. Und das ist an sich immer schon etwas gewesen, was mich motiviert hat, genau hinzugucken und sich genau zu überlegen, was braucht der andere jetzt, damit er sich wohlfühlt. Mhm. Und das ist ja jetzt ja auch, also unabhängig jetzt von der Branche, das ist ja auch jetzt in diesem Bereich, in dem ich jetzt bin, wenn jetzt der Mitarbeiter im Autohaus, wenn der das Gefühl hat, er ist da richtig, er wird gesehen, er wird gewertschätzt, er hat das Gehalt, was er verdient, weil er es richtig verhandelt hat, dann macht mich das glücklich, wenn ich sehe, der Mensch ist einfach einen Schritt weiter nach vorne gekommen in seiner persönlichen Entwicklung. Ja, klar, ich glaube, das ist in allen Bereichen ist das toll, wenn man sieht, dass man Menschen glücklich machen kann. Also jetzt im Geschäftlichen, genauso wie im Privaten. Weil, ja, es ist einfach was ganz anderes, ob du mit glücklichen Menschen zusammenarbeitest oder dich mit denen umgibst oder ob du jetzt nur mit Leuten rumhängst, die lange Gesichter haben und den ganzen Tag nur meckern von morgens bis abends. Weil da hat ja keiner Bock drauf. Eben. Ja. Eben. Aber jetzt gibt's ja im Laufe von einem Unternehmerleben nicht nur tolle Momente. Ich meine, es hört sich immer so schön an von wegen, ja, man macht das, was man liebt und man geht der Leidenschaft nach und man merkt gar nicht, wann man arbeitet, weil das ja alles so viel Spaß macht. Aber jetzt gibt's ja doch meistens immer mal irgendwie so einen Moment, wo man trotzdem mal so ganz tief ins Klo reingreift, wo irgendwas mal nicht so richtig funktioniert, wo man einen großen Fehler gemacht hat. Was war denn so bisher dein größter Fehler, den du während deiner Zeit als Unternehmerin bisher gemacht hast und wie konnte es dazu kommen? Ich habe mich ja 2007 selbstständig gemacht und das war das erste Jahr wirklich eine sehr, sehr entspannte Situation, weil ich einfach von Anfang an Kunden hatte, Hotels, die mich gebucht haben, um einfach ihre Mitarbeiter jetzt im Bereich Servicequalität zu schulen. Und ich habe dann ein Jahr später ein Unternehmen übernommen, das Spa, von dem ich vorhin erzählt habe, mit den 8 Behandlungskabinen, mit den 20 Mitarbeitern. Mhm. Und ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was Unternehmerin sein bedeutet. Ich war eigentlich selbstständig und habe mir gedacht, so, ach, das mache ich. Mhm. Und bin da wirklich mit, wenn ich heute drauf gucke, mit einer unglaublichen Naivität reingegangen, weil ich habe einfach dann gedacht, so, ich möchte einfach gerne, dass die Gäste glücklich sind, dass die wiederkommen, dass die Spaß haben, dass die Mitarbeiter entwickelt sind, dass die wachsen und dass die viel Neues lernen, dass man einfach eine Atmosphäre schafft, wo einfach alle sich wohlfühlen. Aber ich habe einfach diesen gesamten Zahlenbereich, ich habe den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und ich habe diesen Pachtvertrag unterschrieben, habe die Ärmel hochgekrempelt und bin da sehr schnell an meine Grenzen gestoßen. Ja. Und ich habe dann irgendwann das Buch von Stefan Mehrath gelesen, wo es einfach darum geht, was du als Unternehmer eigentlich brauchst. Mhm. Und das ist mir da wirklich so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gemerkt habe, ich
bin eigentlich jemand, der von morgens früh um 7 bis abends um 10 im eigenen Geschäft steht. Und ich habe einfach überhaupt nicht überlegt, was es denn bedeutet, strategisch zu arbeiten. Mhm. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung gehabt, was es bedeutet, Rücklagen zu bilden, Steuern zu zahlen, ja, pünktlich zu zahlen, weil das interessiert das Finanzamt ja nicht. Nee, nicht so sehr. Wenn da nichts zurückgelegt ist. Also das waren in diesen ersten Jahren, das waren böse Erfahrungen. Also das war jetzt sehr schnell, dass ich ihm festgestellt habe, es ist nicht nur schön, mhm, es ist nicht nur, dass es lecker riecht im Spa und dass die Mitarbeiter fröhlich sind, sondern es ist saisonal wichtig, also gerade auch in so einem Wellnessbereich, da hast du im Sommer niemanden und im Winter hast du die Bude voll und kannst anbauen. Ja. Wie gleichst du solche Schwankungen aus? Wie schaffst du das, dass du Gehälter bezahlen kannst, auch wenn draußen die Sonne scheint, ja, und keiner reinkommt? Mhm. Das war für mich wirklich eine wertvolle Zeit. Das ist jetzt 10 Jahre her. Also ich schöpfe davon und habe da viel, viel gelernt, viel Lehrgeld gezahlt. Ja, also ich hätte besser das Buch vorher gelesen. Das heißt, wenn man das so in einen Satz zusammenfassen würde, was war so die wichtigste Lektion, die du mitgenommen hast aus der ganzen Erfahrung? Ja, einfach am Unternehmen zu arbeiten und strategisch die Dinge dann zu steuern. Mhm. Ja. Das ist also raus aus dem operativen Klein-Klein hin zu dem Großen und drauf gucken, wo willst du hin, was willst du erreichen, was brauchst du dafür und wer kann dir dabei helfen, und da einfach wirklich so ein ganz anderes Mindset zu haben, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht hatte. Ja, ja, wenn man selber den ganzen Tag wirklich nur arbeitet und im Laden steht, verliert man einfach den Überblick. Dann sieht man nur das, was vor sich ist, dieses Alltagsgeschäft, aber man hat halt keine Chance mehr, sich diesen großen Überblick zu verschaffen und zu gucken, wo will ich denn überhaupt hin? Was, in welche Richtung soll es weitergehen? Wenn wir, nein, andersrum. Du hast ja gesagt, dir macht dein Job Spaß, und das merkt man auch, wie du darüber erzählst, da ist Feuer mit drin. Aber hast du denn trotzdem auch mal Tage dabei, wo du einfach mal keine Lust hast? Oder stehst du jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, mit einem großen Hurra-Schrei auf und machst erstmal 20 Liegestütze und freust dich auf den Tag? Oder hast du auch mal Tage, wo du keinen Bock drauf hast? Ja, 20 Liegestütze nicht, aber ich habe schon so morgens meine festen Rituale, die mir unglaublich viel Spaß machen. Also ich stehe tatsächlich ganz früh auf. Ich stehe auf so zwischen 5 Uhr und 5:30 Uhr. Ich gehe dann, je nachdem, jetzt im Sommer gehe ich erst mit meinem Hund, was ich 1,5-2 Stunden spazieren oder Radfahren. Wow. Also das ist so die Zeit für die Eni jetzt in den Morgenstunden. Ich gehe dann trainieren und eine halbe Stunde so für mich einfach, ich habe ein Fitnessstudio hier direkt um die Ecke, also ich gehe da eine halbe Stunde Krafttraining machen, weil ich einfach festgestellt habe, dass mir das extrem gut tut. Und dann lasse ich einfach den Tag tatsächlich hier erstmal sehr, sehr entspannt für mich anklingen. Das heißt also, ich mache dann so die Tagesplanung für mich hier. Mhm. Ich überlege mir die nächsten Schritte für mein Unternehmen. Mhm. Ich überlege mir jetzt die nächste Podcast-Folge. Das mache ich an sich morgens. Also ich bin an sich nie vor 11:30, 12 tatsächlich im Büro. Ich bin dann schon länger da. Aber ich habe an sich den Morgen für mich zum Spazierengehen, zum Reflektieren, ich gehe zum Yoga, ich mache meine Telefonate, die mir wichtig sind, ich netzwerke, und das ist für mich einfach wirklich so eine Zeit, wo ich viel Kraft draus ziehe, einfach setz mich hin und lese mal eine halbe Stunde in Ruhe. Also das ist wirklich so ein Ritual, was ich für mich habe, was jeden Tag so ist, es sei denn, dass ich dann jetzt mal einen Tag reise, aber wenn ich hier bin, dann ist das immer so. Und dann bin ich im Büro und dann bin ich für
für das Team da, für die Kunden da bin dann einfach auch tatsächlich so für den Alltag da, wo es einfach darum geht, machen wir dies oder machen wir es nicht. Hast du denn auch mal Tage, an denen du einfach mal keine Lust hast, irgendwas zu machen, wenn du morgens aufstehst, wo du am liebsten einfach im Bett liegen bleiben würdest? Nee, also im Bett bleibe ich nie liegen. Ist es dann so, dass ich dann vielleicht dann nicht ins Büro gehe, sondern in der Zeit dann was anderes mache und was lese oder spazieren gehe oder einfach dann hier bin. Aber es gibt so keine Tage, wo ich im Bett bleibe. Mhm. Also das hat es noch nie gegeben. Okay. Also auch so Tage, wo du einfach mal so keinen Bock hast auf irgendwas, kommt auch nicht wirklich vor. Nö. Nö, also ich habe immer wirklich viel, viel Freude an dem, was ich tue. Mache auch viele neue Dinge. Also es ist einfach auch dann so, dass ich dann viel lerne, viel lese, einfach auch in neue Bereiche immer wieder eintauche, um da einfach auch ja für mich immer wieder neue Impulse zu bekommen. Ich bin auch jetzt gerade auch am Wochenende, ich war jetzt 2 Tage auf einem Seminar, wo ich einfach über Präsentationen noch mehr gelernt habe, um einfach auch da noch besser zu werden. Ich lerne jetzt Sprachen. Ich bin gerade dabei, Französisch zu lernen. Das ist dann einfach so, das mache ich dann. Und das macht mir Spaß. Und deswegen ist kein Tag so wie der andere. Es ist immer wieder neu. Das ist immer wieder spannend. Mhm. Und es gibt da wie keinen Moment, wo ich mir denke, ich habe da eine schlechte Laune oder keine Lust, sondern das ist schön, so. Ist einfach immer sehr, sehr bereichernd. Das ist schön. So soll es ja eigentlich auch sein. Wenn man, ich sag mal, zumindest die Masse der Tage so verleben kann, dann wäre das ja richtig, richtig geil. Das ist ein absolutes Geschenk. Cool. Andrea, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Mhm. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn möglich mit einem einzigen Wort oder einem kurzen Satz zu antworten. Bist du bereit? Ja. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Die Sicherheit und die Familie, also die Kinder waren noch klein. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Ja, höre auf deinen Impuls, höre auf deinen Bauch. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Ich habe ein unglaublich gutes Gespür für Menschen. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ich bin, ich habe nicht so viel Spaß an Administration, an Ablage, an Klein-Klein und Schreiben. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Wenn da jemand ist, der offen ist, der einfach eine Geschichte zu erzählen hat, der einfach er oder sie selbst ist und bei sich ist und mich dann neugierig macht. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Einfach sich trauen und machen. Keine Angst. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gern ein Kamingespräch führen und worüber würdest du mit der Person reden wollen? Ich würde gern mit meinem Vater sprechen und einfach nochmal so ein paar Dinge besprechen, die uns verbinden. Vervollständige den Satz. Erfolg bedeutet für mich? Freiheit. Welche Internet-Resource, also irgendeine besondere Website, eine Open-Source-Software oder sowas in der Richtung, hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Ich habe so eine App, die heißt Sleep Cycle. Die mache ich jeden Abend an und die zeichnet genau auf, wie ruhig und wie tief und wie intensiv ich geschlafen habe. Und das finde ich morgens immer cool, wenn ich mir angucke, wie die Schlafqualität gewesen ist. Okay. Die ist nicht schlecht. Also ich kenne die App auch, die habe ich sogar auch auf dem Handy. Und wir machen das auch auf, wenn wir wirklich irgendwo morgens aufstehen müssen, wenn wir irgendeinen Termin haben, was zum Glück doch eher seltener vorkommt. Meistens werden wir wach, weil wir wach werden. Dann nutzen wir die App auch und ich finde die auch ziemlich geil. Also muss ich auch sagen. Andrea, welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen?
Was lese ich gerade? Ich lese ja immer so verschiedene Sachen parallel. Ich habe jetzt gelesen von Dave Asprey, die Bulletproof-Diät. Das setze ich jetzt nur teilweise um, aber das fasziniert mich unglaublich, weil er einfach einen komplett anderen Ansatz hat, was so wie du für dich sorgen kannst. Ne? Also es ist sehr fettlastig, der Tag startet mit dem Bulletproof-Kaffee, mit Butter und mit Öl, was ich sehr spannend finde und was einfach satt macht bis um zwei. Das ist einfach so die Idee, wie du dich ernähren kannst und gut für dich sorgen kannst. Also ich bin einfach nach wie vor sehr offen für die Themen Ernährung, Gesundheit, Fitness selbstverständlich auch, aber Ernährung ist an sich so mein größtes Steckenpferd. Mhm. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Jetzt eine recht persönliche Frage. Was ist dein größter, bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Also ich bin so glücklich gerade. Ich habe jetzt also nichts, was am Horizont aus der Pistole geschossen kommt. Also ich bin gerade so im Moment, wo ich in der Phase, wo ich mir denke, ich bin so zufrieden. Also gar nicht mal zufrieden. Ich bin wirklich so glücklich mit dem Moment, den ich gerade lebe. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was jetzt als nächstes kommt, sondern es ist einfach schön so, wie es gerade ist. Okay, cool. Dann für den Abschluss unserer Blitzlichtrunde noch eine letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 20 Jahre altem Ich mit auf dem Weg geben und warum genau diese Tipps? Das ist eine gute Frage, Tom. Lass mich mal überlegen. Der erste Tipp ist tatsächlich, nicht perfekt sein zu wollen. Also ich habe mir ewig lange im Weg gestanden, weil ich gedacht habe, es muss perfekt sein, es ist noch nicht gut genug. Also einfach, du musst nicht perfekt sein, um Dinge dann umzusetzen und zu tun. Das Thema, dass du immer wieder auch schaust, dass du neugierig bist, also dass du dich so leer machst von all dem, was so Kopfkino ist, also all diese Gedanken, bin ich gut genug, kann ich das, sollte ich das tun, sollte ich das lassen, ja, bin ich eine gute Mutter, darf ich das, was denken die anderen von mir, also sich davon frei zu machen und neugierig zu sein, die Dinge einfach dann zu tun und dann tatsächlich, was ich wirklich seit geraumer Zeit auch für mich umsetze, ist dankbar zu sein für das, was du hast. Dankbar zu sein, auch für so klitzekleine Geschichten, wie wirklich, wenn jemand dich anlächelt, wenn jemand irgendwas Besonderes dir gibt, eine Kleinigkeit, wo auf einmal dein Herz berührt ist. Also so solche Dinge geben mir persönlich extrem viel Kraft und ich bin früher häufig so über die Dinge so rübergegangen und habe die gar nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, das hat unglaublich viel Power, wenn du einfach da auf die Kleinigkeiten mehr achtest. Das mit Sicherheit. Genau. Cool, also sprich nicht perfekt sein wollen, seine Neugierde behalten, neugierig weiterhin sein und dankbar auch zu sein und das nicht nur für die großen Dinge, sondern eigentlich auch für die kleinen alltäglichen Dinge, die man gar nicht so bewusst wahrnimmt. Cool. Genau. Das sind sehr schöne Tipps. Ich hoffe, dass damit vielleicht andere jüngere Menschen was mit anfangen können. Cool. Andrea, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Wirklich eine sehr coole Story, eine sehr lebendige Person. War echt ein richtig lässiges Interview. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Ja, über meine Website, über andrea-patzelt.com. Da hast du alle Informationen, da hast du einfach, da erreichst du mich, da kommst du auf den Podcast auch und einfach, das reicht. Also da hast du alles geballt. Okay, perfekt. Noch einen letzten Tipp, den du so noch raushauen willst in die große, weite Welt?
Ja, einfach auf den Bauch hören, auf den Impuls hören und dann die Sachen machen, die dir wichtig sind. Okay, sehr schön. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktom.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 549 in das Suchfeld ein und kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Und wenn du auf schicke, schnelle Autos stehst mit viel PS und richtig edlem Blech und du schon immer mal deine Zukunft in so einem Autohaus suchen wolltest oder mit solchen Autos arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, schau dir Andreas Website an, nimm Kontakt zu ihr auf, hör in ihren Podcast rein, Premium Jobs. Und wer weiß, vielleicht bist du dann schon der Nächste, der in einen von diesen schicken PS-Protzen, ja, ich wollte sagen, durch die Gegend fährt, aber vielleicht nicht nur durch die Gegend fährt, sondern einfach dort in diesem Autohaus arbeitet und das einfach sich mit diesen Sachen umgeben kannst. Andrea, bei dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Tom, vielen Dank. Alles Gute für dich. Liebe Grüße. Danke, dass du hier warst. Ciao. Ich danke dir. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktom.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt denke immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.